Guten Morgen zusammen. Wer das letzte Video gesehen hat, weiß, dass ich um diese Zeit nicht tageslichttauglich bin. Und da das jetzt hier wirklich aus unserem Alltag heraus mitgefilmt wird und wir hier kein extra Shishi machen, müsste die Stimme weg. Rein weg hinnehmen. Okay, passt auf. Es ist Sonntagmorgen. So, keine Ahnung, einmal im Quartal oder vielleicht alle 10 Wochen machen wir uns so eine Art Topfenknödel, also so eine Art Quarkbällchen zum Frühstück mit Beerensoße. Und die würde ich heute machen, dass ihr einfach mal das Rezept nochmal seht. Ich hatte das irgendwann schon mal aufgenommen. Für uns ist es sehr lecker, es ist mega proteinreich und es ist, wenn man ein Müh mehr Zeit hat morgens, trotzdem immer noch überschaubar vom Aufwand, das umzusetzen. Ihr braucht 500 Gramm Quark, 140 Gramm zarte Haferflocken, Prise Salz, 2 Eier. Ich mag gerne einen Schub Vanilleextrakt mit dran machen und ihr seht in dem kleinen Töpfchen eine Tiefkühlbeerenmischung, die ich auf dem Herd dann leicht erwärme. Ich mische jetzt den Quark, die Haferflocken 140 Gramm, 2 Eier, Prise Salz mit dem kleinen Schwups Vanilleextrakt zusammen und lasse das ca. 20 Minuten ruhen. In dieser Zeit würde ich mich tageslichttauglich machen. Genau, also bereitet gerne ebenfalls vor und dann sehen wir uns wieder, wenn es weitergeht mit der Vorbereitung. Viel Spaß! So, da bin ich wieder. Etwas alltagstauglicher, hoffe ich jedenfalls. Hatte jetzt circa 20 Minuten im Kühlschrank diese Kombination aus Quark, 500 Gramm, 140 Gramm zarte Haferflocken, 2 Eier, ein Schwupps Vanilleextrakt, eine Prise Salz vor sich hin geruht. Und wird jetzt verarbeitet. Hier steht ein großer Topf voll leicht köchelndem Wasser. In der, ich glaube, Kasserole nennt man das, tut auf wirklich niedriger Temperatur diese Beerenmischung so ein bisschen vor sich hintauen. Und in der Pfanne möchte ich dann noch ein paar Haferflocken so ein bisschen anrösten, weil es total lecker ist, wenn man die so drüber cruncht. Okay, so, ich nehme erstmal das kochende Wasser ein bisschen runter. Ich werde gleich, wenn dann die, na, Klöße hier so vor sich hin garen im heißen Wasser, noch einen halben Apfel schnibbeln und den zu den Beeren dazu machen. Das ist ein sehr, sehr süßer Apfel. Der gibt einfach ein bisschen Süße ab. Wir sind ja gerade in unserem Heldenmonat entzündungsfrei, wo wir auf raffinierten Zucker und so weiter und so fort verzichten wollen und deswegen uns auch ein paar andere Quellen an Süßungsmöglichkeiten suchen, ohne, Achtung, das zu übertreiben, bitteschön. Ja? Ihr könnt ja auch mit einer Banane arbeiten oder Datteln vielleicht mit einem Teil der warmen Beeren kurz pürieren, dass es wie so eine Art Paste oder dicke Soße wird und das alles unterheben, was eine sehr angenehme Süße abgibt, weil die Beeren doch eine gewisse Säure ja haben. Genau, aber das könnt ihr so dosieren, wie es euch angenehm ist. Folgender Lifehack: Hier ist kaltes Wasser im Waschbecken, okay? Hände rein. Und dann könnt ihr die Klößchen formen, ohne dass es übermäßig an den Fingern hängen bleibt. Zack. Und rein ins Wasser. Hände wieder kurz kalt mit Wasser benetzen. Etwas von dem Teig nehmen und ab ins Wasser. Klöße schwimmen fröhlich in dem heißen Wasser. Also ich habe das jetzt so auf mittlerer Temperatur und die sollen nur durchziehen und die sind gar, wenn sie nach oben kommen, sozusagen an die Wasseroberfläche. Das passiert ja schon mit den ersten. Die Menge, die wir hier gerade gemacht haben, ist, ich denke mal, für 4 Personen zum Frühstück gut geeignet. Das ist wirklich ein sehr, sehr sättigendes Frühstück. Man kann das natürlich auch mal zu einer anderen Mahlzeit machen. Mit viel, viel Eiweiß, guten Kohlenhydraten, Ballaststoffen auch durch die Haferflocken hier mit drin. Damit habt ihr einen langen, langen Sättigungseffekt, damit ihr über den ganzen Vormittag kommt und euer Körper gut versorgt ist. Sicherlich könnt ihr euch mit so einem kleinen Weißbrötchen mit Marmelade oder irgendwas drin auch drauf, auch über den Vormittag hinziehen. Aber euer Körper ist einfach von den Nährstoffen her nicht so toll versorgt, dass er euch straffe
vitale und gesunde Zellen nachbasteln. Das solltet ihr immer mit dem Auge behalten. Es geht wirklich nicht darum, dass ihr wenig esst, sondern dass ihr viel vom Richtigen esst und dass ihr Spaß daran habt, weil wenn ihr euch nur drangsaliert, wird es echt Mist. Ich mache weiter, die ersten Klöße sind oben. So, wir sind jetzt in den allerletzten Zügen zu dem ganzen Frühstück. Ich habe jetzt auf jeden Teller 3 von diesen Topfenknödeln sozusagen gelegt, aus Quark, Haferflocken und so weiter. 4 schwimmen hier noch fröhlich herum. Also wird das locker nochmal für 2 Personen, weil einer ist extrem groß, ein Frühstück. Ich röste in dieser kleinen Pfanne gerade noch ein paar zarte Haferflocken an. Das gibt so einen leichten Crunch drüber. Mal gucken, ob wir das, wenn ich das gleich ein bisschen alles fertig mache, hören in dem Video. So, gucken wir kurz auf die Uhr. Effektiv mit Vorbereitung, also zusammenrühren, 20 Minuten so circa, vielleicht waren es bei mir heute auch nur 15 Minuten, den ganzen Quarkteig ruhen lassen und dann das Kochen, haben wir mit der Ruhezeit eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und da habe ich ja den Teil auch dazu genutzt, wo der Teig ruht ist, dass ich im Bad war. Genau, so ist der Masterplan, das sieht hier schon sehr nett aus. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen ein bisschen von unserer Beeren-Apfelsoße. Nehmt Obst, was ihr da gerne mögt, einfach. Und denkt immer daran, das ist jetzt für uns beim Frühstück unsere Portion für den ganzen Tag. Also wir essen dann kein weiteres Obst. So ein bisschen Soße macht sich hier wirklich gut. Und was ich total toll finde, im Herbst, jetzt habe ich mich verschluckt, Pflaumen, also so eine Art Pflaumenkompott zu kochen, passt mega, mega toll zu diesem Essen, finde ich. So, jetzt gucken wir mal, das sieht schon gut aus. Sehr, sehr gut. Und dann geben wir das. Ich glaube, das hört ihr nie, dieses leichte Knirschen. Einfach hier so ein bisschen drüber. Wer mag, kann sich auch noch gehobelte Mandeln drauf machen. Ist auch sehr lecker. Ansonsten, ich stelle noch mal ein Foto mit rein. Piep, piep, lasst es euch schmecken. Ist echt mega. Wir sind beim Mittagessen gelandet und beim Vorbereiten für die Woche. Bei uns steht einiges, es ist Sonntag, wo wir das Video aufnehmen, noch so ein bisschen auf dem Plan. Deswegen wird jetzt gleich mal das Mittagessen schon vorbereitet, weil wir dann ins Studio fahren und an unseren Trainingskonzepten arbeiten. Und wir bereiten schon das Mittagessen für morgen auch mit vor. Das ist einfach ein cooles Gefühl zu wissen, du hast was Ordentliches dabei, was dich gut über den Tag bringt und wo es auch total einfach ist, Leistung und Lebensqualität abzurufen. Was machen wir heute? Ihr kennt das Thema jetzt schon. Simple, nice and stupid. Es wird nie hier ein 3-Gänge-Menü von meiner Seite her präsentiert werden. Wir haben Hühnchenbrust, die habe ich in ein bisschen Öl, Salz, Kurkuma, Paprika eingelegt. Das brate ich dann in der Pfanne scharf an. Ich mag diese Röstaromen. Nehme es aus der Pfanne wieder in die Auflaufform, mache Silberpapier drüber und tue es so bei 80 bis 100 Grad Umluft im Backofen vor sich hin ruhen lassen, bis ich mit dem Rest fertig bin. Damit ist das Fleisch innen schön saftig, weich und zart. Ansonsten seht ihr hier eine Riesenmenge an Gemüse. Wir haben eine Zucchini, eine ganze Packung Champis, Brokkoli, Paprika, Porree. Das wird alles runtergeschnippelt. Das mache ich aber dann außerhalb des Videodrehs, weil das langweilt euch höchstwahrscheinlich. Wird in der Pfanne angebraten. Der Anteil an Champis, Zucchini, Paprika und Porree. Den Brokkoli, mit dem mache ich Folgendes. Den putze ich auch etwas ab, leg die Röschen zur Seite und nutze
den Strunk, den Stiel für die Soße. Die Soße würde ich euch dann, wenn ich den Rest geschnippelt habe und mitten im Kochen bin, im nächsten Anteil des Videos einfach nochmal zeigen, so dass ihr wirklich alles von dem Gemüse verwenden könnt und mega viel gute Inhaltsstoffe in euren Körper hineinfüllt. Sättigungsbeilage, Dinkelvollkornnudeln. Okay? Schaltet wieder ein. Zum Abwaschen bin. Deswegen nehme ich jetzt auch kein Abgießsieb, sondern gieße die Nudeln kurzerhand so. So. Zack. Jetzt kommt das alles hier mit rein. Die Riesenpfanne mit dem Gemüse wird durchgerührt. Das habe ich auf einer relativ niedrigen Temperatur jetzt die Pfanne. So. Das sieht schon mal mega aus, finde ich jedenfalls. Jetzt mache ich noch die Soße. Das Hühnchen, das ruht noch fröhlich vor sich hin im Backofen. Die Soße, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist der Strunk vom Brokkoli. Den hatte ich unten in dem Topf, wo ich den Brokkoli gedünstet habe, in so ein bisschen Wasser vor sich hin köcheln lassen, damit der weich wird. Die Röschen habe ich oben drauf gemacht, die haben gedünstet. Nachdem die fertig waren, habe ich die jetzt in die Pfanne getan. Jetzt habe ich dieses Restwasser, was hier drin war sozusagen, wo der Brokkoli-Strunk gekocht hat, abgefüllt mit dem weichen Strunk. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich mache das immer Pi mal Daumen. Ihr bekommt von mir jetzt hier kein Rezept aufgeschrieben. Entweder ihr tippt euch auf den Zettel mit oder seid einfach auch mal intuitiv und nehmt in Kauf, dass mal irgendwas nie zu 100% wird. Mein Tipp ist, ich bin ein schlechter Würzer. Ich würze lieber am Tisch nach, bevor ich es am Herd versauere. Und zwar, mein Allheilmittel in der Küche zum Thema Würzen ist die Gemüsepaste. Diese Gemüsepaste, ich habe selber keinen Thermomix oder ein ähnliches Kochutensil, wird mir lieberweise von meiner Schwester gemacht. Also die hat so ein Gerät in der Küche stehen und die macht mir immer Gemüsepaste. Und dieser Gemüsepaste, das ist die gesunde Art Gemüsebrühe sozusagen, nehme ich einen Esslöffel hier dazu. Noch ein bisschen, wenn ich heute Lust auf tomatige Soße habe, passierte Tomaten darüber. Es hat nicht wirklich System, was ich mache. Und ich habe immer Mandelmus im Haus. Andere mögen vielleicht Erdnussmus oder was weiß ich denn für ein Nussmus lieber. Für mich ist Mandelmus das Nonplusultra. Rühre ich um, das setzt sich immer so ein bisschen nach unten ab. Und da werden dann, ich sag mal so, wirklich zwei große. Wenn ich allein bin, lecke ich immer das Glas ab. Das traue ich mich jetzt nicht. Oh, immer mit diesen Beobachtern hier alles. So. Mal das alles so ein bisschen abschmurken hier. Gut. Das wird jetzt mit dem Pürierstab durchpüriert. Ich mache mal kurz Stopp, weil das ist so furchtbar laut. So, laut püriert ist es. Also hier ist der Brokkoli-Strunk drin.
ein Müh oder das restliche Wasser, in dem der Strunk gekocht hat, wenn ihr sehr viel Wasser dort genommen habt, nehmt nicht alles von dem Wasser, sonst wird es einfach zu flüssig, okay? Einfach, wenn es nur so ein Restschluck ist, sehr gerne, macht das Ganze noch ein bisschen aromatischer. Mandelmus, Gemüsepaste, passierte Tomaten, alles püriert. Und jetzt geben wir das hier drüber. Ich muss da erstmal umrühren, damit es nicht zu süffig wird. Und lässt das nochmal mit erhitzen und so ein bisschen reinkochen, okay? So. Ein Schlückchen geht noch. Im Großen und Ganzen brauchen wir die Soße eigentlich bei so einer großen Portion dann auch vollständig auf. So, aus dem Backofen. Ach, das ist zu uns zurückgekehrt, das Hühnchen. So, die zwei Stück, die ihr hier seht, Hühnerbrüste, sind für Frank und mich auch für eine Mahlzeit, also jeder eine sozusagen. Hier werden aber wenigstens 4 Mahlzeiten aus dem ganzen Gemüse, Nudeln etc. pp. Draus. Also machen wir uns für die zweite Runde von dem Essen eine andere Eiweißquelle dazu. Das könnte hier zum Beispiel sein Räuchertofu. Genau. Aber da könnt ihr selber kreativ sein, was für euch dazu passt. Wichtig ist, dass ihr eine gute Portion Eiweiß auf dem Teller habt. Das hält euch lange satt, macht knackige, frische Zellen, die nachwachsen. Viele, viele Gemüse, die sind mega wichtig, damit einfach euer Darm gut funktioniert und ihr einen guten Fettstoffwechsel habt. Und dann eine Handvoll vollwertige Kohlenhydrate. In diesem Sinne, ich schnippe den Rest jetzt auf und mache dann nochmal ein Endfoto von dem, wie wir es dann mit auf Arbeit nehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachprobieren, Kochen, wenn man das Kochen nennen kann, was ich hier tue. Bis heute Abend. Ciao, ciao. Guten Abend zusammen. So, unser Deal war ja, wenn ich solche Full Day of Eating mache, dass ich mir nichts auf Krampf aus den Fingern ziehe, sondern euch einfach mitnehme, wie wir leben und wie wir es hinbekommen, trotz vollgepackten Alltag oder vielleicht auch gerade, um diesen super gut zu bewältigen, uns auf einfache Weise gesund zu ernähren. Ich habe jetzt heute Morgen das Topfenknödel-Video gemacht, dann für heute Mittag die Nudeln mit den Hühnchen und dem vielen Gemüse, und deswegen hatte ich einfach keinen Bock, heute Abend nochmal irgendwie aufwendig zu kochen. Und deswegen gibt es beim Frank und mir diese Platte. Wir haben uns jetzt, der Frank, 4 Roggen Vollkorn Knäckebrot ganz, ganz dick belegt. Ich 2 Roggen Vollkorn Knäcke und mega viel Gemüse, wie ihr seht. Wir legen wirklich darauf Wert, dass viel Belag drauf ist, also viele gute Eiweißquellen. Das oben drauf auf dem Käse oder dem Hüttenkäse sind aufgeschnittene Klöpschen. Ich freue mich schon riesig darauf. Da hinten seht ihr für morgen früh, wie im letzten Video auch schon gezeigt, unser Frühstück vorbereitet. Da kommt dann wieder noch ein Schluck Mandelmilch rein und morgen früh ein bisschen Obst drauf und Nüsse. Aber das Obst in dosierter Art und Weise. Genau. Also hier nochmal ein Schwenk über unser Abendessen. Tada! Habt einen schönen Tag, lasst es euch schmecken. Und ihr müsst das Rad nie immer neu erfinden. Man kann auch mal ähnliche Dinge immer wieder essen. Piep, piep.